Jo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Ich habe irgendwie mein Stativ verbummelt. Also ich habe das nicht gefunden. Ich habe es überall gesucht. Keine Ahnung, wo ich das wieder hin habe. Und deswegen muss ich euch in meine Hand halten. Und da meine Hand heute mega zittrig ist, also oh mein Gott, die ganze Nacht war so furchtbar. Ich habe nur eingeschlafene Armgelenke gehabt die ganze Nacht und Schmerzen. Aber gut, die Nacht ist rum. Wir haben sie geschafft, obwohl ich eigentlich gut geschlafen habe. Relativ gut für meine Verhältnisse. Aber dieses Einschlafen und die Schmerzen in den Handgelenken und im Unterarm sind so unangenehm gerade. Und so viel tatsächlich habe ich gestern gar nicht gearbeitet. Klar, ich arbeite immer irgendwas, aber nicht so, dass man sagt, okay. Das war jetzt ganz schlimm. Ich trage allerdings unseren kleinen Enkel auch den ganzen Tag wieder hin und her. Vielleicht lag es auch daran. Ich habe keine Ahnung. Außerdem habe ich gestern ganz viel wieder am Handy verbracht. Ich muss mal eben abstützen, so, weil ich noch auf der Suche nach einem Regal bin. Ich habe für meine Enkelin, wenn sie dann mal hier schläft, habe ich ihr ein Regal versprochen und ich finde das einfach nicht. Jedenfalls nicht das, was ich suche. Und da bin ich im Moment dabei, dass ja, ausfindig zu machen. Und außerdem haben wir noch, den habe ich gestern Morgen ergattern können, alles bei eBay Kleinanzeigen natürlich, einen Ofen und ja, den haben wir auch abgeholt. Das ist auch alles in Ordnung. Also insofern geht es hier munter weiter bei uns im Haus. Ich wollte aber eigentlich mal so ein bisschen mit euch darüber reden, wie es denn mir hier jetzt so gefällt. Ich meine, wir sind jetzt über 2 Monate hier und inzwischen hat sich wahrscheinlich schon so ein bisschen herauskristallisiert, ob es mir hier gefällt oder nicht. Und darüber wollte ich euch ein bisschen ein Update machen, da ich im Moment nicht dazu komme zu vloggen. Interessiert euch das vielleicht, habe ich mir gedacht. Ich habe übrigens euch auch hier das Untergeschoss abgedreht, wie es jetzt hier aussieht. Da war ich ganz allein zu Hause. Ich bin jetzt auch wieder alleine, aber nicht lange deswegen. Dachte ich mir, was ich im Kasten habe, steht. Das hatte ich jetzt schon vor einer Woche gedreht. Das ist wieder eine Woche her. Und ja, jetzt dachte ich mir, ich erzähle euch mal ganz kurz, bevor es wieder klingelt und bevor wieder jemand kommt, wie es mir hier so geht, wie es uns hier so geht und wie es uns gefällt, ob ich zufrieden bin inzwischen und so weiter und so fort. Ja, natürlich wie immer im Leben werden sich Veränderungen ergeben und die haben sich bei uns tatsächlich auch familiär sehr stark in den letzten Wochen ergeben. Und dann sind natürlich auch immer ein paar Dinge, die nicht schön sind und die wirklich auch gar nicht, wie soll ich sagen, erträglich sind und an Dinge, die man sich nicht gewöhnen kann und die wirklich für uns alle auch nochmal eine große also so ein großer Einschnitt in unser Leben waren. Gepaart mit der Umstellung hier im Haus war das alles nicht einfach in den letzten Wochen. Aber ich glaube, wir haben das alles ganz gut auf die Reihe gekriegt und ich glaube auch, wir haben uns alle aneinander gewöhnt, wir haben uns alle aneinander angepasst, sodass wir jetzt, glaube ich, auch alle ganz gut miteinander können. Ich hoffe das jedenfalls. Und ja, die Kinder mussten sich alle natürlich auch daran gewöhnen, dass sie wieder mit ihren Eltern zusammenleben. Aber das hat alles auch wunderbar geklappt. Ich glaube, dass unsere Jungs froh sind, dass sie wieder hier mit uns in dem großen Haus leben dürfen und dass alles wieder eine große Familie ist, wenngleich es natürlich auch für uns alle eine Umstellung ist, ja. Aber letztendlich kann man unterm Strich sagen, dass ich mich gut hier an die neue Situation habe gewöhnen können. Ich bin froh, wieder das Muttertier sein zu dürfen, dass ich alle so ein bisschen wieder, entschuldigt bitte, wie soll ich sagen? Ich habe gerade eine Tafel Schokolade gegessen, ne? Nee, nicht eine ganze nicht, aber ich habe auch ein Dings dazu gegessen. Ich habe auch den Schaumguss dazu gegessen. Die habe ich zur Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte eben verdrückt. Ja, genau. Insofern, also ich bin wirklich froh, dass wir alle hier so jetzt einigermaßen miteinander auskommen, dass sich die Gemeinschaft aneinander gewöhnt hat, dass wir jetzt so weit sind, dass ich sagen kann, das Haus ist einigermaßen fertig. Bis auf natürlich das Gewerbe, aber das geht auch relativ schnell. Und insofern, Hauptsache ist ja immer, dass man dass den Wohnbereich in Ordnung hat, dass da alles sauber ist. Für mich ist es jedenfalls wichtig, dass man auch, wenn man jetzt mal so hier sitzt, ich kann ja mal noch mal so zeigen, dass man sich einfach wohlfühlt, ne? Dass man dass alles so ein bisschen aufgeräumter ist, dass ein bisschen ordentlich aussieht und dass man sagt, okay, jetzt ist es fertig und wir sind so weit, dass man sich hier häuslich wohlfühlen kann. Also sicherlich gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, aber das ist alles nicht so schlimm.
Und nicht so wichtig, Hauptsache, die Betten stehen, die Schränke stehen, das Sofa steht, die Küche ist fertig und die Badezimmer. Und dann kann man auch wieder in sein normales Leben zurückfinden. Und das ist im Moment der Fall. Wir haben alle gerade so in der letzten Woche, muss ich sagen, zueinander gefunden. Es hat sich alles gesetzt wie so ein Tee. Ne? Wenn man so einen Teebeutel oder so einen Tee aufgießt, dann wirbeln die Teeflocken ja so in dem heißen Wasser und das setzt sich ja dann zum Schluss und dann ist der Tee reif zum Trinken. Und genauso fühle ich mich gerade. Es setzt sich alles, es ist alles so ein bisschen, hat einen gewohnten Alltag eingenommen und ich hoffe, dass das so weitergeht. Ja. Natürlich freue ich mich, dass wir alle zusammen sind wieder, dass wir hier unser Haus wieder haben. Natürlich ist das aber auch so ein kleiner Wermutstropfen, weil wir alle ja auch nicht wissen, wie lange das alles geht. Und es ist kein Weg, den man so voraussieht, ja, wo man sagen kann, okay, das wird jetzt so bleiben, voraussichtlich für immer und ewig. Das ist ja sowieso nie so oder vorhersehbar, aber es ist schon alles so. Dass wir nicht wissen, wie lange wir hier überhaupt bleiben können, wollen, sollen oder dürfen. Ne? Und insofern alles ein bisschen unsicher. Und man sitzt immer so wie auf einem Ballon, der jederzeit platzen kann. So fühlt sich das so ein bisschen an. Das ist natürlich, das macht das Ganze ja nicht wirklich gemütlich. Ja? Das macht das Ganze ein bisschen unvorhersehbar. Und ja, aber das Leben ist so und unser Leben schon mal sowieso. Wir sind jetzt jedenfalls erstmal hier. Wir fühlen uns alle wohl. Wir haben uns alle aneinander gewöhnt. Wir haben uns alle eingelebt. Wir haben alle unseren Rhythmus gefunden. Und ich glaube, unterm Strich zählt das. Wir haben auch viele von uns einen neuen Lebensweg eingeschlagen, von dem ich euch sicherlich auch im Laufe der Zeit berichten werde. Aber im Moment noch nicht. Braucht da noch so ein bisschen Zeit. Ich muss auch ein bisschen mich nochmal vorbereiten. Ich muss auch euch vorbereiten darauf. Und insofern könnt ihr auch gespannt sein, was dann auf uns alle nochmal zukommt. Wie gesagt, bei mir auf dem Kanal wird es nie langweilig werden, in meinem Leben schon mal überhaupt nicht. Und ich verändere mich ständig. Unser Leben wird ständig von vorne nach hinten einmal auf den Kopf gestellt. Und insofern ist das gar nichts Neues, ja, aber es ist halt sehr geballt, ja, also in dem letzten Jahr und auch jetzt schon wieder am Anfang des Jahres so massiv und so, ich habe immer das Gefühl, die Welle, die bei uns so langsam im Laufe unserer Tage im Rollen war immer, die wird immer schneller, je älter wir werden und überschlägt sich teilweise so wahnsinnig, dass einem einfach dann auch schon übel und schlecht wird davon. So fühlt sich das gerade an und ich glaube auch nicht, dass das besser wird in den nächsten Wochen, sondern eher noch ruppeliger, noch unruhiger und noch, was ist das denn jetzt wieder? Und noch gefährlicher teilweise auch. Das glaube ich, kann man auch so sagen. Ich denke auch, meine Kamera ist wieder so ein bisschen schmuddelig. Kann das sein? Oder ich habe ja keine Brille auf. Meine Augen werden auch immer schlimmer und schlechter. Ich habe das Gefühl, ich brauche sie sogar jetzt schon am Tag, ne? Also so für den Alltag. Bisher habe ich sie immer zum Lesen oder so, zum Arbeiten aufgesetzt. Beim Augenarzt war ich noch nicht. Das bin ich noch schuldig. Das muss ich unbedingt nochmal hinter mich bringen, um da nochmal eine neue Brille zu machen. Das ist tatsächlich etwas, was ich noch nicht gemacht habe. Zahnarzt ist ja abgearbeitet, Hals-Nasen-Ohrenarzt ist abgearbeitet. Meine Lunge hat sich in der letzten Woche wieder erholt. Ich hoffe, dass das auch so bleibt. Ansonsten, wie gesagt, auch der Lungenfacharzt steht noch an, auch da habe ich noch keinen Termin gemacht. Ja, aber mein Leben gefällt mir im Moment ganz gut. Ich bin froh, dass wir das alles gewuppt haben, dass wir diese große Aufgabe des Hauses geschafft haben. Wir haben über 2 Monate gebraucht dafür. Das war aber auch klar, weil das Haus ja eigentlich abrissreif ist und dementsprechend natürlich auch viel zu tun war. Aber ich hoffe, dass es langsam dem Ende entgegengeht bezüglich hier des Wohnhauses. Der gewerbliche Bereich fängt ja erst noch an. Und da werden wir dann am Wochenende wahrscheinlich ordentlich durchstarten. Wir haben geplant, dann aufs Dorf zu fahren und unsere alten Bäckerei- und Imbissgeräte zu holen, damit wir dann hier den Gewerbebereich auch einrichten können. Ja, mein Lieben, also ihr seht, ich habe es alles einigermaßen hinbekommen, mich hier wohlzufühlen. Unsere Familie hat es geschafft und da können wir also ein positives Resümee ziehen. Ich freue mich, dass das so ist, weil ich war schon so ein bisschen skeptisch teilweise. Unter anderem haben wir auch gedacht, oh mein Gott, wollen wir das alles wieder
Ja, wollen wir wieder aufhören? Ja, weil es einfach so, dieser Berg war so groß an Problemen und auch an Aufgaben, die wir hier hatten, dass wir wirklich gedacht haben, ich muss mein Handy festhalten, sonst fällt es mir aus der Hand. Meine Hand ist total eingeschlafen gerade. Dass wir gedacht haben, nee, das ist alles ein Fehler gewesen und wir haben gedacht, das wird nichts, ja, weil es einfach so unüberwindbar war. Aber jetzt kommt wieder jemand und insofern beende ich das Video. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr wieder auf einem kleinen Update dabei gewesen seid. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.